Sonderbar, zu merkwürdig, oder? Matthäus 18, Vers 3. Jesus sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Wenn ich dieses Wort nicht einsetze, um die eigene Persönlichkeit zu ergründen und weiter oder neu zu entwickeln, wenn ich also dieses Wort nicht auf ein physisches Kind anwende, dann wird die Auslegung sehr kurz. Ich habe es auch noch nirgendwo anders gehört. Man hat es immer auf ein physisches Kind angewendet. Aber warum ist das so? Nun, würde ich diese von Jesu erwähnten Kinder auf die geistliche Kindschaft mit dem Vater im Himmel als Vorgabe annehmen, würde es mich wahrscheinlich sofort mundtot machen. Und es würde die Kindschaft, die Sohnschaft zu dem Vater im Himmel bedeutungsvoll hervorheben, beziehungsweise im Umkehrschluss die Nichtigkeit des Menschen in seinem Dasein offenbaren. Aber so eine Andacht möchten wenige hören, weil, nein, das wäre zu sonderbar, zu merkwürdig, oder?